Hey Leute, es gibt einige News zu Miraculous, die ich in diesem Video alle mal zusammenfassen möchte. Und zwar wurden gemeinsam mit einigen anderen Serien nun auch neue Folgen von Miraculous Ladybug für den Oktober und November auf dem Disney Channel Deutschland angekündigt. Das ist zwar eine ganze Weile hin, aber mal schauen. Wenn wir Glück haben, schaffen sie es ja eventuell doch schon etwas eher. Denn wie wir aus Erfahrung wissen, sind solche Termine zuvor nie wirklich in Stein gemeißelt. Weiterhin wurde uns ein Work-in-Progress-Bild aus der Folge Illusion gezeigt, auf dem einige Ratten durch die Kanalisation laufen. Der Awakening-Film wird nun leider nicht, wie zuvor angekündigt, am 3. August erscheinen, sondern wurde zum wiederholten Male verschoben. Also, ja, kann man nicht ändern. Dann hat die FOO bekannt gegeben, dass Staffel 5 voraussichtlich in Frankreich im September starten wird, also etwas früher als bei Onsolande. Außerdem wurde uns die Synopsis zu Folge 10 und 11 verraten. Zu Englisch Kwamis Choice und auf Deutsch die Entscheidung der Kwamis. Jedes Mal passiert das Gleiche. Egal ob nun Marinette und Adrien oder Ladybug und Cat Noir, sie können einfach keine Liebesgeschichte bekommen wegen ihrer geheimen Identitäten. Tiki und Plex sind traurig, dass ihre Träger dazu gezwungen sind, ihre Gefühle füreinander aufzugeben. Und so machen die Kwamis eine drastische Entscheidung, welche vieles in Paris ändern wird. Sie werden Ladybug und Cat Noir von ihren Superheldenmissionen befreien und die Miraculous anderen Trägern anvertrauen. Werden sie es schaffen, Monarch zu besiegen? Werden Marinette und Adrien diese Gelegenheit nutzen und sich ihre Liebe füreinander eingestehen? Hinzu wurde noch gesagt, dass die neuen Träger nur vorübergehend auftreten werden. Denke mal, für Ladybug wird dann wohl wieder Alia einspringen und für Cat Noir, tja, wer weiß. Schreibt gerne mal eure Theorien dazu. Zu guter Letzt wurden noch einige neue Bilder auf einer Pressekonferenz von TFOO gezeigt, die mir ganz stark nach einem Trailer aussehen. Bis jetzt ist zwar noch kein Trailer veröffentlicht worden, aber wie ich mein Glück so kenne, erscheint der kurz nachdem ich dieses Video veröffentliche. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass der Trailer noch in den nächsten Tagen kommen könnte. Vorher müsst ihr leider mit diesen Bildern in recht geringer Qualität vorlieb nehmen, bis sie in HD verfügbar sind. Da sie jetzt nicht unbedingt zu viel verraten, werde ich auch nicht auf jedes einzelne eingehen. Interessant ist meiner Meinung nach vor allem dieses Bild hier, das zeigt, wie Ladybug eines von Gabrielles Elias-Ringen ausprobiert, sodass wir hier eventuell nochmal einen besseren Eindruck von der Funktionsweise der Ringe erhalten. Außerdem dieses Bild, welches womöglich eine neue Verwandlung zeigt. Und dann noch dieser Moment zwischen Adrien und Marinette in Marinettes Zimmer. Weiterhin dieses Bild, welches eine Person mit einem von Gabrielles Ringen zeigt und scheinbar setzt sie das Schmetterlings-Miraculous ein. Zumindest würde ich das rein von der Hautfarbe her vermuten. Doch schreibt gerne mal eure Ideen dazu. Dann eine rührende Szene mit Nathalie, in der sie Adrien umarmt. Gabrielle, der möglicherweise ein Power-Up verwendet, aber auch hier könnt ihr gerne mal eure Gedanken dazu schreiben. Und zu guter Letzt noch eine neue Schurkin. Im Anschluss zeige ich euch natürlich auch noch die restlichen Bilder. Heute Abend ist wohl generell noch ein neuer Teaser zu erwarten, wo ich dann mal gespannt bin, was sie uns da so zeigen werden und ja, mal schauen, wann dann die FOO noch den eigenen Trailer zu den vielen Bildern veröffentlichen wird, wenn sie es denn vorhaben. Das wär's es mal und wie immer, bis zum nächsten Mal.